Entweder oder mit Andreas Wolf. Ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel. Kölsch oder Pilz? Als Rheinländer Kölsch. Ganz klar. Nähe von Köln geboren. Also, alles andere ist nicht authentisch. Da kann ich ja nicht mehr nach Hause. Kieler Förde oder Rhein? Das ist interessanter jetzt, ja. Die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal die Kieler Förde. Dom Wetzlar oder Dom Köln? Also ich war wesentlich öfter am Dom Wetzlar als an Dom Köln, aber ich sag mal, der Kölner Dom ist, ohne den Wetzlar jetzt nahe treten zu wollen, etwas imposanter, also Köln. Pfannkuchen oder Schnitzel? Ihr habt echt harte Fragen hier, ne? Scheiße. Ich habe gesagt, meine Leibspeise ist Pfannkuchen. Ich bleibe bei Pfannkuchen. Kochen oder bekocht werden? Ja, das ist dann die Wahl zwischen vergiftet sein und weiterleben, also bekocht werden. Polen oder Brasilien? Also im Moment assoziiere ich noch positivere Gedanken mit Polen als mit Brasilien. Nach Olympiagold wird das dann schwieriger. Ich gucke mal, welche Feier dann besser war. Xbox oder PlayStation? Ich spiele PlayStation. Rap oder Rock? Ich sag mal, die Präferenz liegt auf dem Rap, aber Rock höre ich auch ganz gern. Barfuß oder Lackschuh? Eindeutig barfuß. Also der Lackschuh, den muss ich ja in letzter Zeit öfter anziehen, das ist nicht meine Welt. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Sowohl als auch. Also, sonst lohnt sich das früh aufstehen doch gar nicht. Ins Fitnessstudio gehen oder laufen gehen? Fitnessstudio. Auf jeden Fall. 200% Fitnessstudio. Also laufen meistens nur im Sommer, nur wenn es sein muss. Also Mindestmaß an, also nur Mindestmaß am Laufen, sonst nicht mehr. Olympiasieger 2016 oder Weltmeister 2017? Das ist auch sowohl als auch, also ganz klar. Wer feiert besser, Handballer oder Hockeyspieler? Ich hatte noch nicht das Vergnügen, mit den Hockeyspielern zu feiern. Ich glaube, die Hockey-Nationalmannschaft ist, glaube ich, auch ganz gut. Also könnten wir zusammen unsere Olympiagoldmedaillen feiern. Aber ich denke, dass wir einfach als Handballer den Ruf weg haben, dass wir super feiern können. Und dann werden wir die Hockeyspieler da auch ausstechen. Vergiss es. Auf jeden Fall. Laut oder leise? Sehr, sehr laut. Insbesondere bei Musik. Dwayne The Rock Johnson oder Vin Diesel? The Rock Johnson, also hat mir auch schon nicht gepasst, als er dem Film dann gesagt hat, dass es Rio und The Rock zurückstecken musste. Obwohl ich Vin Diesel eigentlich auch mag. José Hombrados oder Thierry Omeyer? Das ist keine Frage. Also ganz klar, Jota. Der Typ ist einfach eine Legende, sowohl abseits des Felds als auch auf dem Feld. Also ich habe noch keinen angenehmeren Menschen gefunden. Ordentlich oder chaotisch? Sehr, sehr chaotisch. Im Rudel oder Einzelgänger? Anführer des Rudels. Abseits vom Handball, Sportart, Basketball oder Fußball? Da kann ich beides nicht, aber eher Fußball. Fahrrad oder dicke Karre? Die bescheidene dicke Karre. Warm duschen oder kalt? Ich bin ein Warmduscher, da stehe ich auch zu. Anzug oder Jogginghose? Jogginghose. So, jetzt steht hier Chuck Wehr an die Wolfs Sprüche. Was halt, ach so, welcher Spruch gefällt dir besser? Was halten Sie von Spanien? Fast alles. Oder Andreas Wolf haut sich morgens zwei Pfannen in die Eier. Gut, ich habe ja einen Tiefschutz an, also wäre das halt auch nicht so schlimm. Aber da das trotzdem als wehtut, würde ich dann die erste Variante nehmen. Und abschließend, naja, da tobst du dich schön aus im Moment. Facebook oder Twitter? Also, mein Fokus liegt auf Facebook. Da bin ich etwas fitter als auf Twitter. Schöner Reim, ne? Jetzt wieder die Assoziation zum Rap. Danke.